So, im Studio begrüße ich jetzt Lukas. Hallo. Und Lukas, wie lange bist du denn schon bei Amnesty? Ja, ungefähr ein Jahr. Und glaube ich, jetzt ein Dreivierteljahr auch Gruppensprecher. Ja. Okay, und in welcher Untergruppe engagierst du dich? In der Kampagnengruppe. Und zwar heißt sie so, weil wir uns mit Kampagnen beschäftigen, also auch immer unterschiedliche Sachen machen. Also nicht fest auf ein Thema beschränkt sind, sondern dann halt immer von Thema zu Thema dann wechseln. So, es kann mal im halben Jahr sein, aber bis jetzt sind wir halt schon mehrere Jahre mit dem Thema Anti-Folter beschäftigt und haben dazu im Januar auch eine Ausstellung gemacht in der Bundeszentrale für politische Bildung eine ganze Woche. Da konnte man eine Amnesty-Informationsausstellung sehen zum Thema Folter und was man dagegen tun kann. Wir hatten auch so einen Kinofilm, den wir dort gezeigt haben und auch einen Vortrag zu dem Thema von einem Herrn Professor Rapitsch. Und ja, das haben wir bis dahin gemacht mit ein paar Mahnwachen, Informationsveranstaltungen, Petitionen natürlich unterschreiben und so weiter, informieren. Und jetzt sind wir aber gerade mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, das quasi uns so dazwischen gerutscht sind, ist. Und zwar ist das eine Antisemitismus-Vortragsreihe. Aha, ja, davon habe ich schon gehört. Also der erste Vortrag ist, glaube ich, oder was heißt Vortrag? Die erste Veranstaltung ist, glaube ich, eine Podiumsdiskussion, ne? Ja, genau. Wir haben da so eine Podiumsdiskussion vorbereitet mit insgesamt 4 Teilnehmern, die hoffentlich sehr schön kontrovers wird, weil wir darauf geachtet haben, dass möglichst unterschiedliche Leute kommen. Und zwar findet die ganze Reihe beginnt am 3.11. Und zwar mit dieser Podiumsdiskussion. Jeweils alle Veranstaltungen sind immer um 20 Uhr in der Universität. Und zwar meistens in den Räumen 1098 ist das einmal. Und wir haben nur eine Veranstaltung, die eventuell in einem anderen Raum sein wird. Aber dazu kann ich gleich noch was sagen. Die Podiumsdiskussion wird einmal mit Shahak Shapira sein. Das ist ein deutscher säkularer Jude, der in die Medien gekommen ist, weil er 2014 in der Silvesternacht so antisemitische Hetzparolen in der U-Bahn in Berlin mitbekommen hat und das dann gefilmt hat, aber dann halt daraufhin zusammengeschlagen wurde. Hat das publik gemacht und seitdem gilt er so als einer der ja, wichtigen jüdischen Stimmen oder jugendlichen bis jungen Erwachsenen jüdischen Stimmen in Deutschland. Hat ein Buch veröffentlicht. Das heißt, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen beim Rowohlt Verlag. Und den haben wir einmal eingeladen, dann Benjamin Fischer, das ist der Präsident des Europäisch-Jüdischen Studentenverbands, kurz EUJS. Der wird so ein bisschen im studentischen Milieu etwas dazu sagen können, wie Antisemitismus sich äußert. Dann haben wir auch noch Moshe Flomenmann, das ist der Landesrabbiner von Baden. Also haben wir Okay. damit auch so eine religiöse Stimme quasi mit dabei haben. Und um die Wissenschaft auch noch direkt mit abzudecken, haben wir Dani Kranz eingeladen. Das ist die ehemalige Professorin für Soziologie in Wuppertal, ist aber nun Projektleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die hat also beschäftigt sich auch mit dem Thema Antisemitismus, aber auch mit jüdischer Kultur aus einer soziologischen Perspektive. Und dann haben wir quasi diese vier unterschiedlichen Säulen Ja. der verschiedenen Ansichten und hoffen, dass das eine schöne kontroverse Podiumsdiskussion Ja, wird. davon ist doch auszugehen. Ja, das ist der 3.11. Die restlichen Veranstaltungen werden jeweils immer Vorträge sein. Also es ist dann direkt eine Woche weiter, am 10.11. Thomas von der Ostensaken, das ist ein deutscher Journalist und freier Publizist mit dem Schwerpunkt Nahen Osten, hat unter anderem für die Zeitschriften Konkret und Jungle World, aber auch für die Welt geschrieben und hält einen Vortrag. Dann geht es direkt weiter, wieder eine Woche später, am 17.11. Michael Zambrano, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und zwar ist er der Mitarbeiter von der Professorin Monika Schwarz-Friese, die Professur für allgemeine Linguistik in Berlin, an der FU Berlin, innehat. Und der hält einen Vortrag zur ja, verbalen Äußerung im Internet, aber auch allgemein in der Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert. Also wie äußert sich verbal der Antisemitismus? Dann gibt es noch eine weitere Veranstaltung am 24.11., wieder eine Woche später. Das machen wir zusammen mit dem Referat gegen Antisemitismus, wie die komplette Reihe. Also wir kooperieren dann mit dem Referat vom Stura mit zusammen. Das wird jetzt aber auch noch der 24.11. Ja, mitorganisiert von einem Fanprojekt des FC Freiburg. Und zwar Sehr cool. geht's, ja,
Und zwar geht es um Fußball und Antisemitismus am speziellen Beispiel des SC Freiburg. Also es wird dann nochmal gesondert beobachtet, aber so ein allgemeiner Vortrag. Also wer Fußball mag und politisch engagiert ist, das ist auf jeden Fall ein Pflichttermin. Und dann haben wir nochmal am 6.12. nochmal einen wissenschaftlichen Vortrag vom Professor Ulrich Herbert. Der ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg, hat unter anderem Publikationen zur Ausländer- und Einwanderungspolitik in Deutschland gemacht und zur Fremdarbeiter, aber auch im Dritten Reich und auch jüdisches Leben in Europa, so unterschiedliche Publikationen, und wird dann auch nochmal aus der historischen Perspektive ja, einen wissenschaftlichen Vortrag halten. Alles klar. Da habt ihr bestimmt alle Hände voll zu tun jetzt, die nächsten Wochen. Ja, allerdings. Also wer sich für die Vortragsreihe oder auch die Podiumsdiskussion jetzt als erstes interessiert, der findet bestimmt auch nochmal alle Infos auf der Amnesty-Website, ja. www.amnesty-südbaden.de. Und ja, euch erstmal noch viel Erfolg bei der weiteren Organisation. Ja, vielen Dank. Danke, dass du da warst, Lukas. Gern geschehen.